Ich will von einem Zeitalter berichten, das begann, als Atlantis im Meer versank, und das endete, als die Söhne des Ajas die Macht eroberten. Ich will erzählen von Conan, der dazu ausersehen war, in dieser Zeit der großen Abenteuer seine Stirn, hinter der sich viele Sorgen verbargen, mit der Juwelenkrone von Aquilonien zu schmücken. Ich will die Geschichte meines Herrn erzählen. Was? Hallo, seid gegrüßt. Ja, der, die eine oder andere unter euch hat es vielleicht schon mitbekommen. Ich habe es ja schon hin und wieder mal erwähnt in den letzten Jahren, dass mein Lieblingsfilm Conan the Barbarian ist mit Arnold Schwarzenegger, der erste Conan the Barbarian. Ich habe das Ding ja schon damals im Kino gesehen, den Film. Und habe eigentlich seitdem schon immer einen Wunsch, und zwar ein Conan-Schwert. Mein eigen nennen zu dürfen. Ja, wenn es schon mit dem Muskel nicht geklappt hat. Ich bin natürlich auch, wie damals, wann war es, 82 oder so? Ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Bin ich natürlich auch nach Conan the Barbarian, wie viele andere, ins Fitnesscenter gerannt. Habe es nur nicht durchgezogen. Sonst ist hier vielleicht jetzt so eine richtige alte Kante. Jedenfalls, da mit den Muckis hat es nicht ganz so geklappt. Aber mit dem Schwert hat es jetzt viele, viele Jahre später, 40 Jahre später, hat es geklappt. Ich habe mir ein richtiges Conan-Schwert zugelegt. Das hier, das feine Teil, habe ich mir schon vor längerem zugelegt. Wollte ich euch auch schon länger zeigen, aber ihr wisst ja mit den Videos, da hapert es bei mir im Moment so ein bisschen. Jedenfalls, richtig schweres Teil auch, aus Metall und war auch nicht ohne. Ich habe damals 300 Euro dafür bezahlt. Und das würde ich euch heute gerne mal zeigen, wenn ihr mögt. Zu dem Schwert zeige ich euch aber auch noch, was ich auch vor einiger Zeit geschenkt bekommen habe. Ein Conan-Buch, was jetzt in Deutschland erschienen ist, also deutsch übersetzt. Richtig cool, feines Teil. Und in dieser Box hier, habt ihr vielleicht gehört, ich habe es jetzt da hingelegt, ist nicht in der Box, aber hier wäre es eigentlich drin. Ist ein Brieföffner-Conan-Schwert. Zeige ich euch auch, wenn ihr möchtet. Also, bleibt dran! Los geht es! Das Conan-Atlantin-Schwert aus Hartstahl. Dieses habe ich mir über Outfit for Events zukommen lassen, nachdem ich mir im Vorfeld verschiedene Angebote und Schwertvarianten anschaute. Outfit for Event bietet das Schwert aus der Mato-Schmiede an, welche ihren Sitz in Spanien hat und welche die einzigen sind mit der offiziellen Lizenz zum Herstellen des Conan-Schwertes. Die genauen Angaben dazu dürft ihr euch gerne auf der Outfit for Event Seite ansehen, welche ich natürlich hier unter dem Video verlinkt habe. Das Schwert wird mit unterschiedlichen Klingen angeboten. Einmal aus kohlestoffhaltigem Hartstahl, in Öl gehärtet und einmal aus Edelstahl. Edelstahl ist rein zur Dekoration und rostet nicht, während Hartstahl im Grunde schon kampftauglich wäre, aber dafür auch mehr Pflege benötigt. Selbstverständlich entschied ich mich so gleich für Hartstahl, fand ich alter Schädelspalter natürlich viel cooler. Das Schwert kam dann auch wohlbehalten bei mir an und ich freute mich wie ein kleines Kind, als ich es endlich auspacken durfte. Ich war dann auch auf Anhieb begeistert, wenn ich die Verpackung selbst rein von der Gestaltung her auch nicht sonderlich edel fand. Hier wäre deutlich mehr drin gewesen. Dieses gilt auch für das eher poplige Zertifikatkärtchen. All das war aber erstmal Nebensache, denn das Schwert selbst stand im Mittelpunkt und begeisterte mich einfach nur. Ich musste schon aufpassen, dass mir der Sabber nicht in die Aufnahmen tropfte. Es war einfach ein verdammt cooles Gefühl, das Schwert endlich so nah zu sehen und es auch in den Händen halten zu können. Beim zweiten Anblick dann, als ich all die Schmiere abwischte, musste ich leider erkennen, dass das Schwert etwas von Schwarzrost befallen war. Mit etwas Essig und sehr feinem Schleifpapier konnte ich diesen glücklicherweise wieder entfernen.
Und auch wenn es aus Stahl ist, so gehe ich bis heute so vorsichtig damit um, als wäre es ein rohes Ei. Was soll ich sagen? Auch wenn ich den teuren Kauf lange vor mir herschob, früher waren die Schwerter ja noch viel teurer, so bereue ich den Kauf bis heute nicht und streichel immer wieder mal ganz zärtlich im Vorbeigehen über mein Conan-Schwert. Wurm, jo, da haben wir es, das Conan-Schwert. Jo, richtig schweres Teil, knapp 4 Kilo, 3700 Gramm oder so. Es ist nicht einfach, das Schwert länger so zu halten. Also, mächtiger Klopper und richtig feines Teil. Ich bin wirklich happy darüber, muss ich schon sagen. Hab, wie gerade schon erwähnt, so ein bisschen mit Schwarzrost zu kämpfen gehabt. Sehe hier auch, dass hier noch mal ein, zwei Pünktchen sind, wo ich mal gucken muss, die ich noch mal nachschleifen muss. Das Schwert ist jetzt nicht scharf, aber durch das Gewicht und so kann man schon einiges an Schaden mit anrichten, würde ich mal von ausgehen. Aber ich will das jetzt irgendwie dekorativ, wenn ich es mal schaffe, mein Wohnzimmer zu dekorieren, zu renovieren, dann will ich das dekorativ auf den Schrank bei mir auf eine Anrichte stellen. Mir fehlt nur, was leider nicht dabei ist, ist eben irgendwie so ein Fuß, so ein Ständer. Der fehlt. Dann könnte man es richtig schön nett dekorieren. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Da muss ich mir noch irgendwas anfertigen. Jedenfalls richtig feines Teil. Was ich nicht so... Das quietschert Ding hier so. Was ich nicht so fein fand, ist, ich hatte im Internet, als ich nach so einem Schwert gesucht hatte, hatte ich gesehen, dass da auch immer so ein Zertifikat bei ist, so ein geschriebenes Zertifikat, so ein DIN A4-Blatt, ein bisschen Text drauf und bla bla bla, ist nicht mehr dabei. Jetzt hat man ja, ihr habt schon gesehen, so ein blödes Kärtchen nur. Das hat mich sehr enttäuscht. Also ich hätte lieber dieses weiße DIN A4-Blättchen, dieses Zertifikat, als hier so Zertifikat der Authentizität und so. So ein komisches, fertiges Kärtchen. Das fand ich irgendwie ein bisschen enttäuschend, muss ich zugeben. Jo, da steht es auch nochmal drauf, Zertifikat. Jo, aber nicht nummeriert. Aber okay, ich habe ein richtiges Conan-Schwert. Und ich habe nicht nur dieses riesige Conan-Schwert, ich habe auch so ein kleines. Zeige ich euch jetzt auch nochmal im Genauen. Jo. In einer kleinen Holzschachtel kommt es daher, das Briefe öffnende Conan-Schwert, welches so zwischen 30 und 40 Euro kostet, nach aktuellem Stand. Auch hier der Link unter dem Video. Das Metallschwert ist wirklich toll verarbeitet. Vor allem der Griff ist sehr detailliert. Die Klinge leider ist nicht verchromt bzw. glänzend. Sie ist recht matt und fühlt sich auch eher rau an, was nicht ganz so schön ist. Im Gesamten aber gefällt mir das Schwert dennoch sehr gut. Und auch wenn ich noch nie einen Brief damit öffnete, so erfreue ich mich täglich an seinem Anblick, da es gleich vor mir auf meinem Schreibtisch dekorativ dahinstaubt. Erstrahlt, meinte ich. Jo, und wenn ich euch jetzt auch schon den Brieföffner gezeigt habe, das Schwertchen hier, das Feine, ist richtig putzig, will ich euch natürlich auch dieses nette Buch noch zeigen. Das ist auch vor einiger Zeit erschienen, deutsch übersetzt. Und da blättern wir mal eben ganz kurz drin. Ich zeige aber nicht alles. Das Buch zur Entstehung des Films Conan the Barbarian. Dieses Buch wurde nun ins Deutsche übersetzt und kostet derzeit 40 Euro. Die Covergestaltung ist, wie ich finde, nicht ganz gelungen. Zum einen ist das Motiv nicht mittig, was mich am allermeisten stört, und zum anderen ist der Coverdruck von den Farben her zu blass und vom Kontrast her
zu stark ausgefallen. Ja, ist so. Das Buch ansonsten ist aber mit seinen knapp 180 Seiten wirklich toll ausgefallen. Wir bekommen jede Menge Hintergrundinfos und viele spannende Fotos, die uns den Film vor und hinter den Kulissen näher bringen. Zudem befasst sich ein Teil des Buches mit den Romanen und den Comics, sodass wir auch viel über die Figur des Conan selbst erfahren. Für mich auf jeden Fall ein Buch, das jeder Conan-Fan sein eigen nennen sollte. Okay, das soll es gewesen sein mit meinem kleinen Conan-Update, meinem Schwert hier. Ah, geil. Jo. Jetzt muss ich das wieder vorsichtig im Schlafzimmer auf meiner Heizung ablegen. Da liegt das tatsächlich jetzt schon einige Zeit und staubt vor sich hin. Ach, das ist echt eine Schande. Aber gut, ich kriege das schon noch hin. Ich kriege das schon noch richtig hübsch unter eins meiner Konenbilder im Wohnzimmer platziert. Ich schaffe das. Ja. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ihr wisst ja, ne, bock, bock, bock und alles und so. Und von daher sage ich an dieser Stelle, hab Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn ihr möchtet. Also, macht's gut, bis die Tage und ciao.